Herzlich willkommen! Ich möchte heute folgende Aufgabe vorführen, und zwar die Determinantenformel für Blockmatrizen. Blockmatrix heißt hier, wir schreiben in eine 2×2-Matrix echte Matrizen rein, und zwar quadratische Matrizen oben links, unten rechts. Also B und D sind quadratische Matrizen, die nicht unbedingt gleich groß sein müssen, aber zumindest quadratisch. Und C muss dann nicht quadratisch sein, und hier steht die Nullmatrix, die auch nicht unbedingt quadratisch sein muss, aber einfach in allen Einträgen die Null stehen hat. So, nun kann man die, das ist wieder eine quadratische Matrix, aber nun kann man diese Determinante ganz normal ausrechnen. Nun gibt es aber diese schöne Produktformel für das Berechnen von der Blockmatrix, der Determinante der Blockmatrix. Und zwar kann man sich das so merken, naja, wir machen es wie immer, 2 mal 2, wir machen das mal das, minus das mal das. Ja, so berechnet man eine Matrix, eine Determinante von einer 2 mal 2 Matrix. Hier ist es leider keine 2×2-Matrix, sondern eine ziemlich große Matrix unter Umständen. Aber sie hat halt diese 2×2-Blockstruktur. Deswegen ist das eine gute Merkregel. Die Formel stimmt aber auch nur so, wie sie dort steht. Das heißt, man braucht unbedingt diese Null. Entweder dort oder dort. Das macht dann keinen Unterschied, aber man braucht diese Null und dann berechnet man einfach nur das Produkt der Determinanten auf der Diagonale. So, das kann man sich so merken, das kann man auch verwenden. Der Beweis ist jetzt. Den kennt man vielleicht dann weniger und den möchte ich jetzt vorführen. Also den Beweis von dieser Formel, ausgehend von der Definition von der ganz normalen Determinante. Gut, und da gehen wir auch von aus. Wir nennen jetzt erstmal diese Blockmatrix tatsächlich einfach A. Ja, das ist der Buchstabe, der noch übrig ist. Und wir sagen jetzt, dass wir wissen, welche Größen unsere quadratischen Matrizen haben. Also ich schreibe das jetzt einfach mal ganz kurz. Das ist eine K-Kreuz-K-Matrix mit Einträgen unter Umständen C. Ja, können natürlich auch reellwertig sein, aber wir schreiben es einfach allgemein für C auf. So, und D soll das gleiche sein, aber N kreuz N. Ja, also da haben wir schon mal zwei Zahlen fixiert. Und dann, vielleicht passt das auch noch hier hin, dann ist unser A natürlich aus, naja, sagen wir mal Groß N, Kreuz N, und dann ist unser N einfach N klein n plus k oder umgekehrt k plus dieses kleine n. Ja, das ist genau die Sachen, die sich hier aufsummieren, dass wir diese große Matrix erhalten. So, c ist nicht unbedingt quadratisch und 0 auch nicht. Das schreibe ich jetzt nicht hin, wir sind dann n kreuz k bzw. k kreuz n. Und nun die Formel für die Determinante. Weil das ist ja, was wir ausrechnen wollen auf der linken Seite. Die Determinante von a. Ja, das ist nicht so schwierig, wenn man diese Leibniz-Produktformel kennt. Ja, dann schreibt man das einfach mal hin. Also wir nehmen alle Permutationen, ja, mit dem Groß N, dann nehmen wir das Signum von dieser Permutation und dann nehmen wir ja wirklich alle Produkte, die wir dann kombinieren können. Das heißt, wir haben hier die Einträge I, Sigma I. Ja, das ist die allgemeine Leibniz-Formel für die Determinante. Ja, man nimmt das Signum, das ist die Gewichtung mit dem Vorzeichen, und dann nimmt man aus jeder Reihe und Spalte genau einen und bildet das Produkt. Ja, und alle Möglichkeiten, die man so bilden kann, ergeben die Determinante. Das ist alles. Ja, so. Erste Feststellung hier ist, naja gut, das kann man natürlich auch vereinfachen. Ja, warum sollte ich denn hier über alle Permutationen summieren? Ich kann doch auch einfach nur die nehmen, die einen Beitrag liefern. Das heißt, wenn das hier nicht 0 ist. Das nenne ich jetzt einfach mal m. Das heißt, das gilt für jedes m, also für jede Menge m mit, naja, das m ist jetzt eine Teilmenge von unserer Permutationsgruppe Sn, aber es ist auch eine Obermenge von den Permutationen, die genau das hier nicht verschwinden lassen. Das heißt, das Produkt steht immer noch da hinten dran, das heißt, wir haben hier i bis groß n und da steht ai Sigma i und das soll nicht 0 sein. Das heißt, wir betrachten einfach nur im besten Fall einfach die Menge, ja, aber es kann auch ein bisschen größer sein. Auf jeden Fall brauchen wir nicht die ganze Permutationsgruppe, weil die 0 sind, können wir wegfallen lassen. Ja, die spielen keine Rolle in dieser Summation. So, wenn das ist die erste Feststellung, die man hat, weil man hat ja diese Null-Einträge hier. Ja, das muss man auf jeden Fall verwenden. So, und das male ich jetzt mal, also wir scrollen das mal etwas runter, das male ich jetzt nochmal auf, was das bedeutet. Also lassen wir die Determinante mal so stehen.
So, wir haben unten links einen Nullblock. Ja, das male ich jetzt mal auf. Machen wir das mal grün. Also wir machen jetzt hier mal einen grünen Kasten für diese Matrix. Ja, mehr oder weniger schön, aber die Sache sollte klar sein. So, jetzt haben wir hier oben B. Na, nehmen wir mal schöne Farben, ja. Also da haben wir B, da haben wir C, dort haben wir D. Ja, und da unten haben wir die 0. So, das können wir jetzt auch nochmal reinschreiben. Also da haben wir die 0, da haben wir D, dort haben wir unser C und dort haben wir B. So, jetzt ganz wichtig ist, was haben wir jetzt für Spalten und Zeilen? Also, wenn wir hier oben jetzt mal die Spalten aufschreiben, haben wir hier die Karte-Spalte, dort kommt die K plus erste. Und dann geht das hier bis K plus klein n. So, und bei den Zeilen? Naja, das hier ist die Karte Zeile. Und hier fängt die K plus erste Zeile an. Und dann geht's bis K plus n. Ja, ganz normal. So. Also, das heißt, der Nullblock hier fängt an bei der K plus ersten Zeile. Und endet bei der Kartenspalte. Ja, und das ist natürlich, was wir jetzt direkt mal ausschreiben können als eine Formel. Das heißt, wir wissen, dass A I, J gleich 0 ist, ja, wenn I, das ist die Zeile, ja, also die Zeilen haben wir hier auch durchgenommen, das heißt K plus 1, K plus N sind die Zeilen, das heißt, wenn I größer gleich K plus 1 ist. Und für die Spalten haben wir bis K und J kleiner gleich K ist. Ja, oder genauer, könnten wir auch sagen, das hier von 1 und das hier bis groß n. Ja, also in dem Bereich ist unser a, i, j sowieso 0. Ja, was heißt das? Also, weil das a, i, j 0 ist, ist auch die Permutation 0. Das heißt, unsere Summe, wenn wir hier Sigma i hinschreiben, und hier haben wir wirklich wieder das Produkt von 1 bis groß n, das ist 0, sobald ein einziges i, also schreiben wir es mal so hin, sobald Sigma i, ja, das ist das hier, nein, das i ist das linke, ja, das rechte ist eigentlich das j, also sobald Sigma i hier zwischen 1 und k liegt, oder anders gesagt, einfach wenn Sigma i kleiner gleich k ist, für ein i aus dem Bereich. Das ist k plus 1 bis groß n. Ja gut, das ist das gleiche nochmal umformuliert. Aber dann wissen wir jetzt auch schon, wann, ja, das ist hier die Determinante, wann das hier 0 wird. Auf jeden Fall 0 wird. Das heißt, wann wir auf jeden Fall hier das nicht erfüllt haben. Und demnach können wir die Menge m so entsprechend wählen. Also das ist die Idee. So, und das scrollen wir nochmal hoch. So, also wir wissen, dass da gilt jetzt. Oder lassen wir das kleine Bild dann mal noch da. So, nun können wir also sagen, wir haben eigentlich zwei Indexmengen, die unabhängig sind. Nämlich einmal die erste von 1 bis dem k. Und die zweite, ja, also das ist wieder eine Definition hier. Die zweite, die von k plus 1 bis k plus n geht, beziehungsweise bis groß n geht. So, die zwei Indexmengen haben wir. Ja, und jetzt wissen wir schon, wenn wir von einer Indexmenge in die andere gehen, also wenn wir ein i aus der zweiten nehmen und die Permutation in der ersten landet, dann wird es 0. Ja, das heißt, wir können wählen unser m. Als die Permutation, in dem das nicht passiert. Das heißt, wir wählen das Sigma so, dass alle Sigma i's von dem i2 wieder im i2 landen. Oder das von i1. Ja? Und das ist gerade, was man sieht. Man sieht, diese Permutation, die spaltet sich auf. Ja? Und das machen wir nochmal
als Zeichnung vielleicht. Also, ich habe jetzt mein M so gewählt. Aber wenn wir jetzt irgendeine Permutation Sn aus diesem M wählen, ja, dann haben wir jetzt, können wir hier hinschreiben, machen wir es auch mal farbig. Wir haben hier 1 bis K und dann kommt hier K plus 1. Oder machen wir da mal eine etwas dunklere Farbe, dass man es besser sieht. K plus 1 bis groß N. So, und dann unten drunter kommen die Elemente von Sigma, die zugeordneten Elemente hin. Ja, okay. Aber wir wissen jetzt, dass alle Elemente auf der rechten Seite bleiben müssen. Das heißt, hier stehen nur Zahlen aus unserem I2. Das I2 ist K plus 1 bis N. Auf der linken Seite stehen aber nur Zahlen aus I1. Ja, wenn da eine Zahl aus I2 stehen würde, müsste da eine Zahl aus I1 stehen. Das heißt, auch hier haben wir nur Zahlen aus der entsprechenden Indexmenge. So, das heißt, die Permutation vermischt sich nicht. Wir können sie hier an diesem Strich, den ich gezeigt habe, tatsächlich aufteilen. Das heißt, wir haben hier links eine Permutation von der Menge und rechts von der Menge. Ja, also offensichtlich gibt es da keinen Austausch. Und demnach können wir sagen, na, unsere Menge M hier, diese Menge der Permutation, die können wir bijektiv abbilden. Ohne dass ich das jetzt genau hinschreiben will, das sieht man ja direkt. Also wir haben eine Bijektion in die Permutationen von I1 im kartesischen Produkt mit den Permutationen von I2. Ja, das ist ein langes Wort hier. Und das sind einfach nur die Mengen. So, okay, das heißt, wir haben eine Bijektion von diesem M auf das kartesische Produkt von den zwei Permutationen. Was nicht anders heißt, dass diese Permutation einfach zerfällt in zwei unabhängige. Na okay, aber I1 und I2 sind natürlich auch wieder in Bijektion zu setzen mit den normalen symmetrischen Gruppen. Also bei der ersten ist es klar, das ist genau SK. Und bei der zweiten ist es natürlich um K verschoben, hat aber genau klein n Elemente. Ja, also können wir sagen, wir bilden da die symmetrische Gruppe zu klein n. Entschuldigung, klein n natürlich. Ja, und wenn man das weiß, dann kann man das jetzt in diese Formel der Determinante, das scroll ich nochmal kurz hoch, die Formel der Determinante, wie wir sie da haben, ja, da können wir jetzt diese speziellen Sigmas einsetzen, ja, und dann können wir es aufspalten und dann sollten wir uns genau diese Formel, die wir beweisen wollen, erhalten. Ja, dann sollten die Determinanten von B und die Determinante von D sollten da rauskommen. Also, schreiben wir es einfach mal auf. Das ist jetzt wirklich nicht mehr so schwierig. Also nochmal zur Wiederholung, was ich gerade oben hatte. Determinante von A ist nichts anderes als die Summe aller Permutationen aus unserem gewählten M. Ja, das M ist genau das von oben und erfüllt auch genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Und ja, hier steht jetzt nichts anderes als das Produkt von 1 bis groß N. Oder auch das können wir natürlich auch schon mal in zwei Produkte aufspalten. Das heißt, wir haben hier mal das Produkt von K plus 1 bis groß N von AI Sigma I. So, jetzt wissen wir können die Permutation aufspalten. Das machen wir auch direkt. Das heißt, wir schreiben jetzt hier hin Omega Permutation von I1, also das wäre das hier. Und hier schreiben wir mal klein pi. Permutation von I2. So, jetzt sollte man wissen, die Permutation im Signum ergibt genau das Produkt der zwei Einzelnen. Das ist nicht so schwierig, das kann man sich leicht nachprüfen. Klarerweise, weil wir die Permutation oben aufgespalten haben. Das heißt, die Anzahl der Vertauschungen wird sich genau addieren. Ja, also deswegen ist das Vorzeichen genau das Produkt gegeben.
Ja, also das kann man sich leicht mal überlegen. Was ich eigentlich jetzt machen will, ist natürlich hier hinten hinschreiben. Naja, da haben wir jetzt, anstatt A können wir natürlich auch B hinschreiben. Das ist der obere linke Eintrag. Da ändert sich gar nichts. Aber hier können wir natürlich jetzt Omega I hinschreiben. Das ist die Permutation, die wir jetzt aus dem Sigma erhalten haben. Ja, und hier hinten können wir jetzt nochmal hinschreiben I bis von dem A. Das machen wir jetzt auch mal. So, das heißt, wir haben da a, i, jetzt pi von i. So, und wenn wir jetzt noch die letzte Bijektion hier verwenden, das heißt, wir identifizieren die Permutation von i2 mit dem Sn, das heißt, unsere Permutation pi ersetzen wir durch eine Permutation von Sn, ja genau, also unser Omega ist jetzt tatsächlich aus Sk und jetzt schreiben wir da mal ein Tau hin aus S klein n. Ja, dann haben wir wieder diese das Signum, also vielleicht schreibe ich es jetzt schon mal aufgespalten hin. Das heißt, hier schreiben wir Omega, dann kommt hier unser Produkt bis k von bi Omega i und dann schreiben wir dann das Signum von Tau und dann haben wir jetzt hier tatsächlich i von 1 bis klein n. Ja, wir haben es entsprechend verschoben und schreiben jetzt hier hin d i von unserem Tau i. Ja, das heißt, hier sieht man schon, wenn man jetzt noch die Summen nach rechts zieht hier, steht da die Determinante von b und rechts steht die Determinante von d. Also mal Determinante von d. Genau das, was wir zeigen wollten. Und das ist eigentlich schon alles zu dieser Aufgabe.